Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video, gleichzeitig auch zu einer neuen Reaction. Heute reagieren wir auf das Lied von Alena Tilke. Das Lied heißt Take It or Leave It. Das ist ihr drittes amerikanisches Lied. Das Video ist vor ein paar Stunden rausgekommen und die Bewertungen sind jetzt nicht so gut. Und ich bin gespannt, wie das ganze Video aussieht. Wenn euch das Video schon mal gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Dann fangen wir sofort an. Ach krass, du kommst jetzt so aus einer Schule raus und die Schule sieht schon ein bisschen altmodisch aus. Aber ich finde, das sieht ganz in Ordnung aus. Und dieses Lied soll in eine Richtung Rock. In eine Richtung Rock gehen und Metallic Musikart. Keine Ahnung, wie man das nennt. Also, das soll schon so ein bisschen reinhauen. Ich bin mal gespannt, weil so ein Lied hat die auch bis jetzt noch nicht rausgebracht. Ach krass, diese Szene sieht aus wie. Das hattet ihr schon mal in einem Video. Das blende ich euch hier irgendwo ein. Also die war hier auch mit so einem Mädchen und die sind dann auch so rausgegangen. Das erinnert mich so hart an dieses Video. Krass, die hat sogar blaue Haare oder grüne Haare. Und diese, die hat auch hier Tattoos. Aber wie ich weiß, hat die nur so ein kleines Tattoo an ihrem Arm. Also das sind dann, glaube ich, halt Fake-Tattoos. Aber bis jetzt finde ich das Ganze in Ordnung. Machen wir mal weiter. Krass, die hat einfach wieder Motorräder in einem Video eingefügt. Das hatte die bei einem ersten Musikvideo gemacht. Das kann ich euch auch hier einblenden. Aber ich finde es richtig krass, dass sie halt mehrere Szenen irgendwie in einem Video eingefügt hat von ihren anderen Musikvideos. Was macht sie da? Was macht die da? Also ich finde es ganz gut, so mit dem Motorrädern liest das. Aber dass sie sich jetzt ausziehen muss. Das Video hört sich schon, oder das Lied hört sich auch noch richtig gut an. Aber dass sie sich jetzt so ausziehen muss, finde ich jetzt nicht so in Ordnung. Aber es ist halt ihr Geschmack oder keine Ahnung was. Versucht sich auf einmal eine Hose anzuziehen. Und ja, du gerade, okay, ja, die wollte jetzt so eine Jeans anziehen und dann weg von den Schulklamotten. Okay. Ach krass, sie sind jetzt in so einer Garagenparty oder so und da ist halt überall mit Graffiti besprüht und hier steht auch Take It or Leave It. Also das finde ich schon gut, diese Kulisse, dass sie das extra dafür gemacht haben. Das finde ich schon ganz gut. Also ich muss sagen, das Lied hört sich richtig gut an, meiner Meinung nach. Und bei dem Video merkt man auch schon, dass die so in Richtung Türkisch gar nichts mehr zu tun hat, habe ich das Gefühl. Also sowas hat man auch noch nie in der Türkei gesehen. Okay, ist auch ein amerikanisches Lied, aber wie soll ich das sagen? Weil die ist ja eigentlich nur bekannt für ihre türkische Musik. Also da merkt man schon, dass ich so in eine Richtung amerikanisch gehen möchte. Das war zu knapp. Das war jetzt wirklich zu knapp. Und ich weiß, glaube ich, dass sie das Video nicht in der Türkei gedreht hat, sondern in London, glaube ich. Ich glaube, das war London. Also ich finde gut, dass sie mehrere Szenen hatte. Und das mit dem Schlafzimmer erinnert mich auch an ihr zweites Lied. Also ich finde es so gut, dass sie halt mehrere Szenen so, wie soll ich das sagen, dass man so ein Flashback bekommt, was die vorherigen Videos angeht.
Ich finde es ganz gut. Also die Qualität von dem Video ist sowieso 1A. Aber dass sie sich jetzt so aussieht, ist schwierig. Das sieht eher ein Ohrwurm sein. Weil die das Ganze auch so richtig gut betont. Also ich glaube, das wird ein Ohrwurm bei mir. Aber das hört sich schon ganz gut an. Okay, jetzt sind die in einem Hotel oder so. Oder keine Ahnung, die sind jetzt so in einem Haus reingekommen. Okay, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Okay, die sind jetzt in einem Schlafzimmer oder so gegangen. Wer weiß, was da jetzt passiert. Okay, das Video ist jetzt vorbei. Also das Video fand ich halt nicht so gut, aber das Lied finde ich halt schon gut. Also das hat auch schon so ein, wie soll ich das sagen, so ein Ohrwurm-mäßig. Also es wird schon ein Ohrwurm bei mir sein, glaube ich. Und diese Kulisse fand ich ja am besten, weil die das extra für dieses Lied gemacht haben. So mit Take It or Leave It hier auch. Hier steht, glaube ich, Alena drauf. Also diese Kulisse fand ich bis jetzt am besten. Oder die Schule fand ich auch sehr gut. Aber das mit dem knapp anziehen und so, das fand ich jetzt nicht so gut. Kommen wir zum Fazit. Ich würde das ganze Video so eine 7 von 10 geben. Und für dieses Lied würde ich so eine 9 von 10 geben. Dann würde ich sagen, das war's für mein Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.